Das ist scheiße. You arrive at an outpost close to the Federation base. Your access codes get you past initial security and an officer sets up a direct feed to the Federation base war room. Admiral Tully speaks first, saying, "What is the meaning of this? Who are you? Explain your mission." Your explanation is met with murmurs of cynicism and disbelief among the officers. General Terzel of the Engie Brigade speaks up. "Intel suggests potential counter to rebel technology. Risk all or not save none. Explain the weakness of the enemy fleet, the rebels' flagship." Tully responds, "It's settled. The rebels will be here in a matter of moments. We will do what we can to hold off their warships, but you must succeed in destroying the flagship. Your current outpost can provide some repairs and fuel, and the other repair stations can provide aid as well. Good luck." Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das Flaggschiff zerstört. "The flagship will destroy the Federation base if it spends 3 consecutive turns there. The red rotating flagship icon indicates its position. When the jump line from the ship is solid, it will jump to the indicated beacon on that turn." Repair stations partially repair for free. Okay, also das Schiff muss da 3 Sekunden durchhalten. Ich muss es vorher kaputt kriegen. Komme ich denn da überhaupt hin? Jetzt erstmal da lang. You scan the area, finding signature for only one, only a small trade vessel. However, as it approaches, you see the silhouette of a rebel scout. You run the scanners again and discover the registration is fake. You move into attack. Wir haben einen Teleporter. Zip. Ich warte noch kurz. Geh zusammen rein. Ach, warte mal. Also, du gehst dahin. Oh, High Breach. Naja. Wieso misst der so viel? Leute, steuert jetzt für mich. Frederick kann ich mal kurz übernehmen. Deswegen kriegt das scheiß Schiff nicht down, oder? Ja, das scheiß Schild. Nur wenn meine Flak grad down war. Zum Glück hat die Rakete verfehlt. Was ist denn hier los? Jetzt macht dieses scheiß Schild mal down. Müsste so reichen eigentlich. Yep. Ist auch verletzt. Ja,
Ich würde sagen, wir upgraden noch ein bisschen, ne? 180, das kann ich nicht ganz lassen. Upgraden mal zweimal. Gucken, ob ich noch ein bisschen Knete kriege zusammen. Für noch ein viertes Schild, ansonsten gehe ich auf Evasion. Ich das nur überleben werde? It's hard to tell who is winning the nearby fight. Before you have a chance to figure it out, a fighter moves in to attack. Mal gucken. Übrigens kann ich ja das jetzt tun. Nehmen wir den hier raus, oder? Damit er nicht so gut evaden kann. Na, komm schon nicht durchs Schild durch, oder was? Fuck, ey, ich fresse zu viel Schaden. Ich muss da jetzt durch das fucking Schild durch. Oder ich hau ab. Gucken wir vielleicht nochmal. Schild schon wieder ab, ey. Go, go, go. Komm. Nein, ich werde kaputt gehen. 100 Pro. Wir haben es geschafft. Wir haben gerade noch so überlebt. Puh. Muss kurz sich heilen noch. Erstmal reparieren zusammen, könnt euch beide heilen. So. Bist du da hinten hin, du bist dein. Und erstmal ein bisschen heilen. Fuck, und ich muss das noch kaputt kriegen, ey. Aber ich bin noch nicht mal bei der Repair Station. Ich glaube, da war noch eine, oder? Die wird eingenommen, oder? Wenn ich hier reparieren wenigstens. You arrive near the federal base to find the bulk of the fleet cache. Fuck, da geht er jetzt hin. Na, ich muss da hin, um mich zu reparieren, das wird doch nicht. Oder ich schleich mich halt vorbei. Mal gucken. The scattered remains of ships, but one station appears to be intact. Ich hau jetzt ab. Ich muss nämlich erstmal jetzt Jump One. Der ist jetzt das auch weg, oder was? Oh, fick dich doch. Ja. Dann ist EGG, wenn ich nicht mal reparieren kann. Das ist doch scheiße. Ich wollte auch nichts mehr verkaufen, um mein Schild noch hochzukriegen. Was die für dicke Kanonen haben, wenn du One-Hit. Eigentlich müsste ich sogar eher auf die Kanonen gehen. Aber wenn eine durchkommt, bin ich weg. Ja, ich bin weg.
Ja, wenn halt alle Repair Stations direkt vor meiner Fresse verschwinden, dann kann ich halt nicht viel tun. Naja. One last explosion marks your fate as your ship is torn apart. 3419 Punkte. Der Todesstern hat's geschafft. Bisschen. Was heißt das? Genau. Wir haben 34 Schiffe zerstört, 90 Beacons explored, 1839 Scrap collected. Nicht schlecht. Und 6 Leute gehabt. Einer ist ja Leo, ist leider verstorben. RIP Leo. RIP in Peace. RIPchen in Peace. Most repaired, Chewbacca 28. Most combat, mein Combat Typ, das ist gut. Pilot Evasions, krasser Yoda, 154 Mal hat das geschafft auszuweichen. Jump Survive, Chewbacca, Skill Mastery, Swishing. 34 Schiffe zerstört, das hatte ich ja schon. Das ist dasselbe, Final Score, Achievements. Get to Sector 8 without using missiles and bombs. Ja, das hatte ich glaube ich wahrscheinlich in der Runde, als ich nur Drohnen benutzt habe. Without losing a crew member. Oder ist das, ich habe die nicht geschafft? Doch. Sehen alle so aus. Hit every room of a ship with at least one beam in under 5 seconds. Naja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war das neue, oder sagen wir mal das FTL Upgrade, Update, ne? AKA, FTL Advanced Jesuas. Nein, wie heißt das? Advanced Edition, FTL Advanced Edition. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war euer Yoda mit Faster Than Light. Ciao, ciao.